Nachdem der Karton geöffnet wurde, fällt der erste Blick auf die Mimosa B5 und deren Bedienungsanleitung. Die federleichte Mimosa legen wir jetzt aber erst einmal zur Seite und schauen uns stattdessen das mitgelieferte Zubehör etwas genauer an. Da hätten wir einmal das PoE-Netzteil sowie den EP67 Spritzwasserschutz. Zu diesen Komponenten jedoch später mehr. Hier haben wir den ersten Teil der Masthalterung inklusive der nötigen Schrauben sowie Werkzeug in Form eines Imbusschlüssels. Und hier haben wir auch gleich den zweiten Teil der Masthalterung. Auch die Montage behandeln wir im späteren Verlauf des Videos. Zu guter Letzt haben wir hier noch das Anschlusskabel, welches jeweils einmal mit Schuko sowie UK-Stecker im Lieferumfang enthalten ist. Bevor wir nun mit der Montage beginnen, entfernen wir erst einmal die Schutzfolie. Kümmern wir uns nun um die Montage des dreiteiligen IP67 Spritzwasserschutzes. Dazu nehmen wir den Spritzwasserschutz aus der Tüte und entfernen als erstes die Ringmutter. Die Gummidichtung lässt sich anschließend ganz einfach mit etwas Fingerdruck herausnehmen. Um den Spritzwasserschutz an einem Ethernet-Kabel zu montieren, stülpen wir zuerst die Ringmutter über das Kabel. Gleiches gilt hier auch für die Gummidichtung, welche wir so mit der Ringmutter wieder mit dem Rest des Spritzwasserschutzes zusammenschrauben. Hier achten wir allerdings darauf, dass das Kabel noch etwas bewegbar sein muss. Nun stecken wir das Kabel in den Ethernet-Port, welcher sich auf der Rückseite der Mimosa B5 befindet. Für die Montage der Masthalterung benötigen wir nun die bereits erwähnten Schrauben. Den Haltebügel positionieren wir nun so über der Mimosa B5, dass sich die Schrauben ganz einfach mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel befestigen lassen. Hier gilt natürlich gut festschrauben, damit auch jederzeit ein fester Halt gewährleistet wird. Anschließend entfernen wir die Muttern der Masthalterung, um die Halterung so am Haltebügel anbringen zu können. Nun können die zuvor entfernten Muttern wieder an der Masthalterung angebracht werden. Um die Funktion der Masthalterung zu verdeutlichen, lösen wir einfach mal zwei Muttern. Und zu guter Letzt kümmern wir uns nun um das 56 Volt PoE Netzteil. Das Ethernet-Kabel der Mimosa B5 befestigen wir am Anschluss Data in Power. Über den Anschluss Data verbinden wir unsere Mimosa B5 mit dem Netzwerk. Bei weiteren Fragen zu Mimosa B5 können Sie sich natürlich jederzeit an unseren Support wenden.